Hey, hier ist Cardiac Move and you're watching BAM FM. BAM. Hier ist der Johnny von Cardiac Move. Wir präsentieren unser neues Album The Larchmont Sessions, frisch aus L.A. importiert, so saftig wie Orangen aus San Diego oder Orange County. Und wir sind echt total happy, weil wir haben gerade eine Mini-Tour hinter uns. Salzburg Rockhouse, ausverkauft zum ersten Mal in der Bandgeschichte. That really rocked. Und heute Chaya Fuera, sehr genial. Genau. Und das war richtig cool jetzt gerade. Und jetzt genießen wir gerade so ein bisschen die Stille im Backstage-Bereich und sind sehr stolz, dass das Baby endlich da ist. Also wir haben viele Pläne. Wir haben strecken die Arme nach Amerika aus, wo wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht haben, erste Kontakte gemacht haben, einen Manager mittlerweile haben und wir würden natürlich gerne auf Tour gehen dort. Da gibt es noch keine konkreten News, aber wir sagen nur so viel, es wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir bald über den Teich gehen und dort viele geniale Konzerte spielen werden. Die Zeit in L.A. bei den Aufnahmen war sehr cool. Wir haben die Chance gehabt, beim Studio von Jack Johnston das Album aufzunehmen mit seinem Produzenten Robert Carranza. War wirklich ein Mentor, wir haben sehr viel lernen können. Es ist eigentlich im Endeffekt eine Momentaufnahme. Genau, einfach CD checken, anhören. Wir freuen uns über Feedback in jeder Hinsicht. Ist es Mail, ist es Facebook, ist es über die Homepage? Write das. Ja, also viele Leute fragen uns, wieso gerade Amerika? Ich muss sagen, wir haben uns einfach gedacht, wir wollen möglichst uns hohe Ziele setzen. Und wir haben einen Produzenten angeschrieben, der sehr bekannt ist, der mit vielen Künstlern gearbeitet hat, die uns taugen, Robert Carranza. Hat auch einige Grammys gewonnen und dem haben wir auf Facebook ein paar Demos geschickt. Und unfassbarerweise hat er uns dann zurückgeschrieben, er möchte Teil des Ganzen sein. Ein paar Monate später waren wir dann in seinem Studio und haben dieses Baby aufgenommen und wir sind sehr, sehr stolz darauf. Ist jetzt 3 Tage alt. Schaut schon sehr erwachsen aus. Genau. Das war BAM FM Best Austrian Music.